Meine Damen und Herren, ein ganz herzliches Willkommen zur Regionalkonferenz zum Deutschlandtag hier in Nordrhein-Westfalen. Ich bin Petra Bindel, schön, dass Sie hier in Münster unsere Gäste sind. Der Deutschlandtag ist die Gesamtstrategie des Bundes für ein leistungsfähiges und zuverlässiges Schienennetz der Zukunft. Ziel ist es, die Züge besser aufeinander abzustimmen, die Reisezeiten zu senken und durchgehende Kapazitäten für den Güterverkehr zu schaffen. Gemäß dem Motto, mit dem Deutschlandtakt machen wir das Land zügig. Diese Regionalkonferenz in Münster war die letzte Konferenz dieser Reihe. Das Bundesverkehrsministerium war ein Jahr lang unterwegs in den Bundesländern, um den Deutschlandtakt zu bewerben. Man sollte meinen, dass diese aufwendige PR-Aktion doppelt gemoppelt ist, denn eigentlich hat das BMDV mit den Ländern zusammen den Deutschlandtakt entwickelt. Die Liste der Stakeholder liest sich wie das Who is Who der Bahnbranche. Wer bei der Konzeption des Deutschlandtakts außen vor gelassen wurde, sind die Öffentlichkeit, wir Bürgerinnen und Bürger, die mit der Bahn fahren und die Ticketpreise bezahlen und möglichst viel Bahn fahren sollen, aber auch der Naturschutz und die Landwirtschaft waren nicht dabei. Der Großteil der Gesellschaft wurde also von der Konzeption des Deutschlandtakts ausgeschlossen und entsprechend fällt das Ergebnis des Fahrplankonzepts aus. Man kann sagen, Bahn bewegt. Auch wenn sie sich nicht bewegt, zumindest die Gemüter. Das heißt, es gibt durchaus kaum intensivere Gesprächsthemen in der Gesellschaft, wenn man sich unterhält, über das Thema Bahn. Und irgendwie haben die Menschen in diesem Land auch eine sehr intensive, zum Teil sogar auch emotionale Beziehung zur Bahn. Weil die Bahn in gewisser Weise, als gerade damals die ICEs kamen, die Bahnlinienflott waren, immer auch so ein gewisser Stolz war. Wir können das. Und natürlich sind wir jetzt gerade in einer Umstrukturierungsphase, wo viel investiert wird, reinvestiert wird. Da braucht man wahrscheinlich auch sehr viel Geduld. Aber das Funktionieren der Bahn im Fernverkehr so wie im Nahverkehr ist eine zentrale Säule für die Glaubwürdigkeit einer klimafreundlichen Mobilitätspolitik. Wenn uns das nicht gelingt, wird uns diese wichtige Glaubwürdigkeitssäule fehlen. Das Nichtgelingen des Paradigmenwechsels Deutschlandtakt, nämlich erst den Fahrplan zu erstellen und danach die Infrastruktur zu bauen. Das Nichtgelingen des Deutschlandtakts wird die Akzeptanz der Schiene, die Mobilitätswende, die Klimawende scheitern lassen. Ich fahre viel Bahn, ich fahre auch gerne Bahn. Ja. Und ich sehe natürlich auch die Probleme aktuell in der Bahn, denn wir sind eben aus Berlin gekommen. Mhm. Unser Zug hatte Verspätung in Hamm, aber der Anschlusszug hatte zum Glück auch Verspätung, sodass wir dann einen prima Übergang hatten und fast pünktlich ankamen. Und mich beschäftigt das natürlich auch zu sehen, warum ist Verspätung, in diesem Fall waren es Personen im Gleis, und sehe natürlich auch mit offenen Augen die Infrastrukturprobleme, die wir haben. Mhm. Und das ist ein Thema, das dringend angegangen werden muss. Aber da kommen wir sicher gleich noch zu. Ganz genau, weil ich direkt fragen wollte, was hat das alles mit dem Deutschlandtakt zu tun? Was verbirgt sich dahinter? Ja, es hat insofern mit dem Deutschlandtakt zu tun, dass wenn wir ehrgeizig zukünftig weitere Angebote auf die Schiene setzen wollen, diese Angebote noch passen müssen. Wir brauchen also dringend mehr Kapazitäten auf der Schiene. Mhm. Wir brauchen aber auch eine Qualität, das heißt eine Zuverlässigkeit. Und der dritte Punkt ist, wir brauchen auch so etwas wie Resilienz. Das heißt, in dem Moment, wo eine Verspätung eingefahren wird, dann muss es auch möglich sein, entsprechend an anderer Stelle wieder Verspätungen aufzuholen. Und das Schienennetz braucht auch einen bestimmten Netzcharakter, damit sozusagen die Strecken untereinander auch arbeiten können. Das ist ganz wichtig. Was hat das alles mit Deutschlandtakt zu tun? Der Deutschlandtakt soll der verkehrspolitische Kompass des Ausbaus und der Erneuerung der nächsten Jahre sein. Dieser Deutschlandtakt, die Mogelpackung des Jahrhunderts, öfter, schneller, überall, ein Traum, der niemals enden wird. Hinter dem Deutschlandtakt steckt ein ganz konkreter Fahrplan. So wie ein Fahrplan jetzt auch überall an den Bahnhöfen hängt. Der Fahrplan des Deutschlandtakts steht heute schon fest und soll auch so bleiben, wie er jetzt erarbeitet wurde. Überarbeitungen erfolgen nur noch in den regionalen Einzelfällen. Der Fahrplan steht fest und damit er überhaupt gefahren werden kann, muss unglaublich viel neu gebaut werden. Neu bauen, damit ist nicht die Reparatur unseres jetzigen maroden Eisenbahnnetzes gemeint. Damit ist nicht die Instandsetzung des in Dauerbaustellen zusammengeflickten Schienennetzes gemeint. Damit ist erst recht nicht
die erforderliche Digitalisierung der Bahn gemeint. Nein, obwohl schon all das Abermilliarden an Steuergeldern verschlingt. Der Deutschlandtakt ist ein Fahrplan, der so überambitioniert aufgestellt ist, dass allein, um ihn Wirklichkeit werden zu lassen, weitere Abermilliarden an Steuergeldern ausgegeben werden müssen. Viele kleine, aber auch viele Megabaustellen müssen zusätzlich eingerichtet werden, die Millionen Tonnen an CO2 in die Luft blasen. Der Fachkräftemangel und die Ressourcenknappheit werden all diese extra Baustellen in die Ewigkeit hinziehen. Der Deutschlandtakt mit dem Werbeslogan "Öfter, schneller, überall" lässt sich mit der jetzt dringend erforderlichen Mobilitätswende nicht in Einklang bringen. Mit der Mogelpackung Deutschlandtakt kommt die Mobilitätswende ab und zu irgendwann langsamer. Also ich glaube erstmal, das ganze Thema Deutschlandtakt ist so ein bisschen das Symbol dafür, dass die Schiene sowohl im Fern- als auch im Nahverkehr, als auch im Güterverkehr eine andere Priorität bekommt. Dass sich das einem Konzept unterordnet, dass wir hier planen und arbeiten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, wie Frau Henkel es gesagt hat, dass sich das nach einem System orientiert, dass wir nicht mehr Flickschusterei betreiben, nicht immer nur gucken, was sind Einzelmaßnahmen, so wichtig die dann sind, sondern dass es ein übergeordnetes Ziel gibt. Und ich glaube, bei aller Kritik und allem, was besser werden muss, also allen Problemen, die da sind, wenn man mal zurückguckt, was Schienenverkehr und insbesondere auch hier in Nordrhein-Westfalen den Nahverkehr angeht, ist das eigentlich eine Erfolgsstory. Wir haben, ohne dass es wesentlich mehr Geld oder etwas dafür gegeben hat, in den letzten Jahren deutliche Steigerungen von Zugkilometern, noch viel höhere Steigerungen von Fahrgastzahlen gehabt, was ja dann auch zeigt, die Menschen nehmen dieses System an. Wir sind jetzt an ein paar Stellen an der Grenze, deshalb ist es gut, dass wir über viele Maßnahmen reden. Aber das ist im Grunde genommen der entscheidende Schritt für das Öfter. Kommen wir vom Öfter zum Schneller. Wie drückt sich das Schneller im Deutschlandtakt aus, Frau Henkel? Ja, das Schneller soll sich so ausdrücken, dass wir Zielzeiten im Fahrplan haben, die natürlich auch eingehalten werden müssen. Das hat Auswirkungen. Das hat Auswirkungen auf die Strecken, aber auch auf die Fahrzeuge. Jetzt ist, wenn man so eine eisenbahntechnische Ausbildung hat, lernt man, schneller ist auch ökonomischer. Ich habe keine. Von daher kann ich das jetzt hier behaupten. Und das ist das Besondere, denn schnelle Züge sind für Fahrgäste gut, aber sie sind natürlich auch für die Verkehrsunternehmen recht gut, weil sozusagen das Asset, Lokführer und Fahrzeug kann gut eingesetzt werden. Und deshalb bringt natürlich eine höhere Geschwindigkeit auch die Fahrgäste in die Situation, Konkurrenz sozusagen zum Pkw bei den Reisezeiten zu bekommen. Und das ist, glaube ich, doch etwas, das ganz, ganz wichtig ist. Dazu kommen natürlich noch der Komfort und die Zuverlässigkeit. Alle Umfragen ergeben, dass den Bahnreisenden die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit mit Abstand am wichtigsten sind. Mein Zug kommt auch wirklich und zu der angegebenen Zeit. Beim Bahnfahren schielt alles gern in die Schweiz. Hier läuft der Schweizer Taktfahrplan wie ein Schweizer Uhrenwerk. Fast wie ein Schweizer Uhrenwerk, denn die Schweizer gönnen auch ihrem Fahrplan eine Pünktlichkeitstoleranz von 3 Minuten. Heißt, erst ab einer Verspätung von 3 Minuten gilt der Zug als unpünktlich. Der Deutschlandtakt wurde von der Schweizer Firma SMA entwickelt, ein renommiertes, erfahrenes Unternehmen für solche Fahrpläne. Und ganz nach Schweizer Vorbild wurde der Deutschlandtakt mit einer Pünktlichkeitstoleranz von 3 Minuten entwickelt. Hut ab! Wo doch die Bahn in Deutschland seit Jahren mit einer Pünktlichkeitstoleranz von doppelt so viel rechnet, nämlich 6 Minuten. In Deutschland ist der Zug erst mit 6 Minuten Verspätung unpünktlich. Und trotz dieses Zeittricks sind ständig Züge offiziell zu spät. Die Zahlen, die uns die Bahn regelmäßig vorträgt, wie viel Prozent ihrer Züge unpünktlich sind, sind also eine weitere Mogelpackung.
Können Sie sich die mickrige Zahl der pünktlichen Züge vorstellen, wenn die Toleranzminutenzahl auf 3 Minuten gesenkt würde? Alles, was mit 3 Minuten und mehr in den Bahnhof einfährt, ist unpünktlich und sprengt die realistische Umsetzung des Deutschlandtakts. Dass schneller mit ökonomisch gleichgestellt wird, ist geradezu absurd. Die Infrastruktur im Hochgeschwindigkeitsbereich ist nicht nur im Bau erheblich aufwendiger, sondern auch im Betrieb. Der Energieverbrauch steigt mit zunehmender Geschwindigkeit nicht einfach geradlinig, sondern exponentiell. Der Verschleiß steigt immens, verkürzt die Lebensdauer von allen Materialien vom Zug bis zur Schiene und bedeutet wiederum kurzfristigere Reparaturen, Ersatzinvestitionen und schon wieder Korridorsanierungen. Die Bahnreisenden räumen den wenigen Minuten Reisezeitverkürzung keine Priorität ein, aber überteuerte Ticketpreise, die die immensen Bau- und Betriebskosten refinanzieren müssen, werden die Akzeptanz des Bahnfahrens in Konkurrenz zum eigenen E-Auto schlecht aussehen lassen. Dem Güterverkehr ist Zuverlässigkeit ebenso viel wichtiger als diese Minutenhascherei bei Fahrzeiten. Die hohe Baulast des Deutschlandtakts begründet sich dadurch, dass die Hochgeschwindigkeit und Reisezeitverkürzung bei der Konzeption des Deutschlandtakts ein völlig überzogenes Wunschdenken der Stakeholder einnahm. An der Realität, an den Wünschen der Bahnfahrenden vorbei, aber die wurden ja auch nicht gefragt. Warum hat man eigentlich zuverlässig nicht auch noch mit reingenommen? Man sagt schneller, öfter, überall, aber warum nicht auch noch zuverlässig? Ja, weil das eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Ja. Aber ich müsste fast den Fakt dabei stellen. Bis vor einem guten Jahr hieß es, Deutschlandtakt heißt 2030. Und aus dem Nichts heraus sind wir dann alle, und ich glaube, es gibt niemanden im Saal, der nicht empört war, hieß es auf einmal, das Ganze machen wir bis 2070. Da ist ja nun eine echte Glaubwürdigkeitslücke entstanden, wenn es um die hehren Ziele geht, die hier genannt worden sind. Und da würde ich mir jetzt wünschen, dass Sie mir hier sagen, wie glauben Sie, dass Sie diese Glaubwürdigkeitslücke schließen können? Wer möchte antworten, Frau Henkel? Ich versuche mal einen Anfang. Ja, die Glaubwürdigkeitslücke möchten wir sehr gerne schließen, indem wir das Deutschland-Takt-Projekt auch in bestimmten Etappierungen, in bestimmten Abschnitten konzipieren und in dem Zusammenhang dann sagen, dass das, was ab 2025 passiert, dann schon etwas anderes ist als das, was 2030 angeboten werden kann. Und diese einzelnen Abschnitte, die werden dann sozusagen in Betrieb gehen und die werden Qualität und Deutschlandtakt an diesen Stellen schon bieten können in den einzelnen Regionen, die miteinander verzahnt werden. Ich finde, ich stehe ja jetzt nicht im Verdacht, der Vorsitzende des Fanclubs des Bundesverkehrsministeriums zu sein. So, und deshalb möchte ich mal eines klar sagen. Ich glaube, mit dieser Kommunikation, die da entstanden ist, hat man den Kolleginnen und Kollegen da Unrecht getan. Weil allein schon die Vorstellung, man ist irgendwann fertig. Nein, man ist nicht fertig. Das wird nie fertig sein. Eine Dauerbaustelle für unsere Kinder und Enkel in Etappen zur Klimaneutralität am Sankt-Nimmerleins-Tag. Der Deutschlandtakt ist so ambitioniert, dass er nur in Etappen in den kommenden Jahrzehnten umgesetzt werden kann. Unsere Kinder und Enkel werden sich an ihm die Zähne ausbeißen müssen, damit, wenn alles nach Plan geht, am Sankt-Nimmerleins-Tag der Fahrplan Realität wird. Der Deutschlandtakt ist so teuer, dass er sich erst an diesem Sankt-Nimmerleins-Tag anfangen wird zu rechnen, nämlich wenn er vollständig umgesetzt ist. So lange werden Milliarden an Steuergeldern in die Schieneninfrastruktur gesteckt, mit in Jahrzehnten ungewissem Ausgang. Jeder Unternehmer, jeder Häuslebauer, jeder Investor würde von so einer unseriösen Kosten-Nutzen-Rechnung die Finger lassen. Aber Steuergelder sind ja prädestiniert für das Fass ohne Boden. Mein Name ist Stefanie Rothenstein, ich bin von der Bürgerinitiative Widoland. Wir sind heute hier mit mehreren Bürgerinitiativen, Naturschutzverbänden und Bauernverbänden. Und ich habe mit Freude gehört, dass wir transparent eingebunden werden wollen. Das haben wir leider
sehr mangelhaft erlebt in den letzten Jahren. Also der Bürgerdialog ist misslungen an dieser Stelle und ich bin froh, dass ich jetzt ein Mikro bekommen habe. So, es geht jetzt nochmal um den Klimawandel und um Klimaschutz. Also Betriebsemissionen, die Hochgeschwindigkeitstrassen sind ja sehr kurz in Deutschland. Und wenn man da 300 km/h-Züge draufsetzt, das steigt ja der Energieverbrauch exponentiell und auch der Trassenverschleiß. Und die Frage ist, ob wir die Geschwindigkeit so dringend brauchen oder ob wir auch mit 240 km/h auskämen. In unserem Fall geht es auch um CO2-Kosten beim Bau. In Ostwestfalen, wo ich herkomme, gibt es ein Gebilde von Tunnelbrücke. Das schätze ich jetzt so mal einfach, sind Millionen Tonnen an CO2, die beim Bau verbraucht werden. Ich habe hier konkrete Zahlen, ein Beispiel. Das sind ca. 1,6 Millionen Tonnen CO2-Verbrauch beim Neubau. Und es sind so ungefähr 40.000 Tonnen Einsparung CO2 im Jahr. Das heißt also, dieser Invest würde sich erst in 40 Jahren amortisieren. Das wäre 2080. Da haben wir den Point of No Return hinter uns. Wir plädieren für effektive kleine Maßnahmen. Wir haben dazu eine Studie vorgestellt, die einen regionalen Konsens gefunden hat. Alle, sogar auch die betroffenen Gemeinden und Kommunen, sind dafür. Und die Frage ist, warum wird das nicht mit aufgenommen? Legen Sie es gerne hin. Wer möchte darauf antworten gerne? Ja, ich bin gefragt und antworte auch sehr kurz, denn es ist so, wir haben den Deutschlandtakt konzipiert, wie Sie schon richtig sagen, in dem der Fahrplan im Vordergrund steht. Und damit die Fahrzeiten gefahren werden, gibt es eben Anforderungen an die Infrastruktur. Und wenn wir jetzt sagen, das ist nicht ganz so wichtig mit der Fahrzeit, dann haben wir den ersten und den nächsten Knoten, in dem die Anschlüsse nicht mehr funktionieren. Und nicht funktionierende Anschlüsse heißt, dass die Verbindungen anders laufen. Die CO2-Themen rund um Beton, da können wir gerne auch gleich nochmal drüber diskutieren. Da haben Sie recht, es gibt auch aus der Bauindustrie mittlerweile zahlreiche Lösungen. Und selbstverständlich ist das Thema CO2-Effizienz auch bei diesen Bauprojekten der Zukunft ein sehr wichtiges, und das haben wir auch im Fokus. Was aber auch ganz spannend ist, wenn Sie sich mal mit dem CO2-Verbrauch eines gut besetzten Zuges auseinandersetzen, das ist sowohl im Nahverkehr als auch im Fernverkehr sehr spannend, zu sehen, wie effizient ein solches Schienenfahrzeug unterwegs sein kann, einfach weil es physikalisch Eisen auf Eisen, geringer Rollwiderstand, gute Auslastung, auch da passiert sehr viel CO2-Effizienz. Und das ist das Besondere an einem guten Angebot, was viele Fahrgäste wahrnehmen, dass es sozusagen dann für das Klima ganz besonders gut ist und eigentlich auch alternativlos mit der Schiene. Der Deutschlandtakt im Problemsumpf Eisenbahn, Personalmangel und Ressourcenknappheit, keine Lösung in Sicht. Der Fahrplan des Deutschlandtakts ist an erforderlichen zusätzlichen Baumaßnahmen überbordend. Mit der aktuell vorhandenen Zahl an Planern, Ingenieuren und Bauarbeitern lässt sich das nicht bewerkstelligen. Der Fahrplan ist also eine Theorie, die an der Realität scheitern wird. Definiert ist dieser Fahrplan ohnehin als Angebotsversion. Gebaut wird für das theoretische Fahren eines Zuges. Ob ein Eisenbahnunternehmen dann letztendlich in der Tat fährt, ist überhaupt nicht sicher. Es kommen einem diese einsamen Brückenbauten im landschaftlichen Nichts in den Sinn, die schon mal gebaut wurden, aber letztendlich nicht gebraucht werden. Claudia Grimm von Pro Ausbau. Wir sind Bahnfreunde aus dem Landkreis Schaumburg und setzen uns dafür ein, dass der Deutschlandtakt besser wird. Wir finden das ein ganz tolles Konzept, sehen aber mit großer Sorge die Konzeption, wie sie der dritte Zielfahrplan vorsieht, und möchten hier betonen, dass wir für den Deutschlandtakt sind, aber den dritten Zielfahrplan sehr kritisch sehen, weil wir Angst haben, dass der niemals umgesetzt wird. Die europäische Bahnfahrerei, der dritte Zielfahrplan mit seinen Maßnahmen soll jetzt nach der Sommerpause in einem sehr sagenumwobenen langen Satz ins Bundesschienenwegeausbaugesetz übernommen werden. Ich kann Ihnen den Gesetzentwurfnamen gar nicht jetzt zitieren, der ist 5 Zeilen lang und der Zielfahrplan wird da überhaupt nicht erwähnt. Das heißt, die Konzeption des dritten Zielfahrplans ist so überborden, dass wir befürchten, dass
2070 letztendlich eine Jahreszahl ist, wo man vielleicht in die Nähe kommt, diesen umgesetzt zu haben. Inzwischen muss man schon wieder die nächsten Korridorsanierungen durchführen, weil die überholen sich ja gegenseitig. Und die europäische Bahnfahrt, die muss jetzt gefördert werden. Wir bedeuten ja im Europa eine, wir sind ja keine Insellösung, auch nicht Hannover-Bielefeld eine Insel, sondern wir sind Deutschland und Europa. Und wie soll das, wenn das alles so lang dauert, funktionieren? Mit welchem Personal wollen Sie den dritten Zielfahrplan bauen und umsetzen? Ich habe große Sorge, dass das tolle Deutschland-Takt-Zielfahrplan nicht funktionieren wird mit der Konzeption des dritten Fahrplans. Ja, danke für diesen ehrlichen Hinweis und auch danke für die ehrlichen Sorgen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir vielleicht im Nachgang auch Gelegenheit finden, uns dazu auszutauschen. Denn die Projekte, die eine Fahrplanwirkung ab 25 erfahren, die sind gerade im Bau. Ich nenne jetzt mal Stuttgart 21, weil es ein gewaltiges Projekt ist. Der Fahrplan in Baden-Württemberg wird vollständig umgekrempelt, sobald wir die Inbetriebnahme haben. Das heißt, wir machen natürlich gerade nicht nichts, sondern wir machen an solchen Großprojekten einiges, aber das ist nicht alles. Die Wirkung wird ergänzt durch weitere Bausteine. Ich habe es eben schon gesagt. Vor dem Hintergrund werden wir das in Etappen denken und wenn Sie sich Sorgen machen sozusagen um die Vollendungsstufe dieses Fahrplans, dann ist das, was Herr Krischer gesagt hat, nämlich, dass dieses Konzept weiter wachsen wird und wir nicht jetzt auf 2070 schauen, sondern wir schauen jetzt auf die 20er und die 30er Jahre. Das ist das, was wir gemeinsam noch mitgestalten, den Rest gestalten unsere Kinder und Enkelkinder. Und deswegen ist das Thema mit der Personalproblematik, die Sie angesprochen haben, die auch Herr Stoffels angesprochen hat, ganz, ganz wichtig. Deswegen ist es wichtig, dass wir dieses Konzept haben und sagen, da haben wir mal angefangen, macht ihr bitte weiter und nicht sagen, okay, in 5 Jahren lassen wir das Konzept, machen ein ganz anderes, brauchen das alles nicht mehr und machen eine Kehrtwende. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Deswegen werbe ich dafür zu sagen, ja, wir unterstützen gemeinsam den Deutschlandtakt und wie wir ihn in der Region ausbilden und was wir da machen, da müssen wir reden, da müssen wir uns austauschen und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Man kann einen Fahrplan rechnen, der eine schnelle Mobilitätswende ermöglicht. Man kann. Ein Fahrplan, der mehr auf echte Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit setzt, als auf Reisezeitverkürzung auf Teufel komm raus. Ein Fahrplan, der mehr auf das vorhandene und modernisierte Schienennetz setzt als auf Bauen für das theoretisch Machbare. Ein Fahrplan, der die avisierte Klimaneutralität im Jahre 2045 ernst nimmt. Warum tut man das denn nicht? Weil der Fahrplan dieses Deutschlandtakts unter Mitwirkung der Branchenstakeholder erstellt wurde. Die Bahnbranche durfte Wünsche äußern, die bis zum Gehtnichtmehr in diesem Fahrplan umgesetzt wurden. Öfter, schneller, überall. Naturschutz, CO2-Vermeidung und eine schnell realistische Umsetzung haben keine Priorität. Naturschutzverbände oder die Öffentlichkeit blieben bei der Konzeption außen vor. Darum ist der Deutschlandtakt ein geht-theoretisch-grad-noch-so-Fahrplan geworden. Gerade richtig für den Sankt-Nimmerleins-Tag.